Zu den Ermittlungen des Generalbundesanwalts müsste ich Sie bitten, den Generalbundesanwalt selber zu befragen. Da bin ich ehrlich gesagt nicht im Bilde und auch nicht zuständig. Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie die juristischen Fragen, die jetzt in dem Ermittlungsverfahren behandelt wurden, das nun beendet ist, mit dem Generalbundesanwalt zu besprechen haben. Dafür bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Herr Seibert, begrüßt die Bundesregierung die Ermittlungen des Generalbundesanwalts in Sachen US-Drohnenangriffe aus Ramstein? Die Justiz in diesem Land ist unabhängig. Insofern trifft der Generalbundesanwalt seine Entscheidungen nach eigenem Dafürhalten. Herr Seibert, der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen eingestellt in Sachen Abhören des Kanzlerin-Handys. Begrüßt das die Bundesregierung? Die Ermittlungen einzuleiten oder die Ermittlungen zu beenden, das sind Schritte, die nur im Ermessen und nur in der Verantwortung des Generalbundesanwaltes liegen. Und die sollten von der Bundesregierung nicht kommentiert werden. Gab es nicht von amerikanischer Seite schon Eingeständnisse, dass das passiert ist, dass abgehört wurde? Der Generalbundesanwalt hat die Entscheidung getroffen, die er heute Morgen verkündet hat. Ich habe sie nicht zu kommentieren. Wann muss denn dieser Generalbundesanwalt wegen Unfähigkeit im Amt entlassen werden? Ich glaube, er erwartet nicht wirklich eine Antwort. Aber aus Sicht des Justizministers würde es die Bundesregierung begrüßen, wenn der GBA Ermittlungen und Anklage erhebt? Es ist Aufgabe des GBAs, diesen Bericht jetzt zunächst mal auszuwerten und dann sehen wir weiter. Aber Sie sind doch die Dienstaufsichtsbehörde. Sie stellen den ein, und da steht der Exekutive, ist der Anwalt des Bundes. Ganz allgemein ist es natürlich so, dass sich eine Dienstaufsicht grundsätzlich auf Ergebnisse richtet und nicht auf Prüfungsvorgänge. Und wenn wir jetzt die Ergebnisse der letzten Zeit seiner Arbeit angucken, zum Beispiel das Abhören des Kanzlerhandys, da kam auch nichts raus, wann kommt der Punkt, an dem man einen neuen GBA braucht? Also jetzt warten wir erstmal ab, bis der GBA seine Prüfung abgeschlossen hat und dann sehen wir weiter. Darf ich nachfragen? Rein sachlich wäre es aber so, dass er den Generalbundesanwalt dazu anweisen könnte, sich da eines Falles anzunehmen. Das tut er aber politisch nicht. Der Generalbundesanwalt kann nur dann ermitteln, wenn eine Straftat vorliegt, die in seinen Zuständigkeitsbereich fällt. Und im Übrigen gilt auch weiterhin der Satz, der Generalbundesanwalt entscheidet frei nach Recht und Gesetz. Herr Seibert, Herr Plate, warum vertritt der Verfassungsschutz als Spionageabwehrorganisation nicht die Interessen der deutschen Presse gegen ausländische Geheimdienste, sondern die Interessen der Geheimdienste gegenüber der deutschen Pressefreiheit? Also ich kann ja vielleicht mal beginnen. Also die Unterstellung, die in Ihrer Frage zum Ausdruck kommt, muss ich zurückweisen. Es ist nicht zutreffend, dass der Verfassungsschutzpräsident, wie Sie es, glaube ich, gesagt haben, die Interessen der ausländischen Geheimdienste sozusagen gegenüber der Presse vertritt und sich sozusagen für Erstere und nicht für Letztere verwendet. Ich erkenne wirklich überhaupt keine Grundlage, dass an dieser Unterstellung etwas dran ist, sodass sich eine Äußerung in der Sache zu diesem Vorwurf erübrigt. Frau Wirth, zur NSA-Spionage. Die Frage geht ans Innenministerium und an Sie, wann der Präsident des Verfassungsschutzes abgesetzt werden muss. Noch keine 24 Stunden bevor die NSA das neue Leak rauskam, hat an dieser Stelle, wo Sie gerade sitzen, Herr Maaßen gesagt, für NSA-Spionage gibt es keine Anhaltspunkte. Vielleicht möchte der Kollege Herr Plate das dazu sagen. Ja, ich sehe gar keinen Anhaltspunkt für eine Absetzung des Präsidenten des Verfassungsschutzes. Den schließe ich mich an übrigens, aber ich wollte vielleicht. Wann muss denn dieser Generalbundesanwalt wegen Unfähigkeit im Amt entlassen werden? Ich glaube, er erwartet nicht wirklich eine Antwort.